mal ganz kurz hier rausschauen. Genau, da ist das Bild. Also als hätten wir es abgesprochen. Die stehen immer noch da und feiern. Das ist einfach so ein schöner Tag und es macht richtig Spaß, dazu zu sehen. Und während wir diese Bilder sehen, können wir vielleicht gleich auch noch mal auf ein paar Szenen, die wir immer so durch den Abend heute noch ziehen. Wir senden ungefähr bis 0 Uhr, meine Damen und Herren. Nein, nicht ganz. Aber ein bisschen bleiben wir auf jeden Fall noch hier und schauen uns auf jeden Fall noch mal die Szene an, die in der ersten Halbzeit für so viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Und für uns war es eigentlich sofort klar, für den Schiedsrichter offensichtlich nicht. Sind Sie sprachlos? Ja, bin ich sprachlos, dass vor allen Dingen der Linienrichter das nicht gesehen hat. Aber er steht nicht auf Höhe der Torauslinie. Aber der steht schon da hinten, ziemlich gut, nicht? Das also, muss man sehen, wir haben es ja hier auch gesehen, obwohl wir ein bisschen den höher hier oben sitzen. Sieht. Nein, also das ist ganz wenige im Stadion haben es nicht gesehen, dass er... Aber wir haben schon gehört, es wäre eigentlich nach vielerlei Meinung nicht unbedingt der Durchstoß gewesen. Ganz interessant im Übrigen, was die englischen Buchmacher nach diesem Tor gemacht haben. Die haben nämlich gesagt, wer in der Geoff Hurst Spezialwette, die wurde da wohl angeboten, auf ein Tor der Three Lions nach einem Lattenschuss gesetzt hatte, bekam bei mehreren Anbietern auf der Insel seinen Gewinn trotzdem ausbezahlt, denn jeder hat gesehen, dass der Ball drin war. Das ist auch selten, dass die freiwillig das Geld dafür ausgeben. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie sehr sie nach diesem Tor eigentlich gelächzt haben. Und wir haben vorher gesagt, hier liegt was in der Luft. Aber dass sowas in der Luft liegt, ich muss ganz ehrlich sagen, ist ja schon fantastisch. Nein, das ist einfach so. Bei Deutschland und England passiert immer etwas Besonderes, immer etwas Außergewöhnliches. Und deswegen können die Spieler, die hier etwas Besonderes leisten, in diesen Spielen auch, wie gesagt, zu Helden werden. Sie setzen da Maßstäbe, etwas Unvergleichliches, etwas Bleibendes, etwas Dauerhaftes leisten sie hier und das wird auch dann in vielen, vielen Jahren noch kolportiert. So muss der Fußball sein, dass er Ereignisse schafft, die noch in Jahren zu bereden sind. Wir warten weiter auf Reaktionen unten aus den Katakomben hier in Bloemfontein, aber schauen nochmal vielleicht auf den Spielplan, den Spielverlauf in der zweiten Halbzeit. 52. Minute, da drückten die Engländer dann doch mächtig aufs Tempo und da war die Phase, wo eigentlich jemand gefragt war, der ein bisschen für Ruhe sorgt. Ja, das hat Manuel Neuer natürlich souverän gesehen, dass er da nicht mit der Faust hin musste. Nein, er hat die Hände gar nicht hochgekriegt, so ein Schuss war das. Er zieht die Hände weg, weil er sieht, dass er vielleicht sogar übers Tor geht, aber den hat er ein wenig falsch eingeschätzt. Der fiel auch dann auf einmal wie ein Stein runter und man sieht, hat fast gar keine Drehung. Und gar nicht nur mit Wucht, sondern einfach nur gute Schusstechnik. Ja. Das war so ungefähr das Einzige, woran ich mich erinnere, bei Lampert, der erfrischenderweise eine so schlechte Leistung geboten hat, auch während des ganzen Turniers eigentlich schon. Das ist kein Lampert, den wir aus der Champions League kennen, aus seinem Verein kennen. Und ich höre, wir haben Mesut Özil am Mikrofon bei Klaus Lufen. Ja, und das geht so weiter. Die holen sich runter, die sagen, ruhig bleiben, das muss auch so weitergehen. Das kann man von den deutschen Fans hier im Stadion momentan immer noch nicht behaupten. So gehen die Engländer und so gehen wir. Das ist dann jetzt mehr die britische Variante, die sie sich dafür ausgedacht haben. Wir schauen nochmal weiter auf eine Szene, weil es einfach so schöne gab. Wir hätten hier ganz viele reinschreiben können und mitmachen können. Ich glaube, das war die 60. Minute, wo es mal wieder so einen wunderbaren Aufbau gegeben hat bei der deutschen Mannschaft. Ja, hier wird dann gut kombiniert, der Ball wird gehalten, es wird etwas vorbereitet und dann nutzt Thomas Müller die Chance, hat die Lücke gesehen, dass er sich, aber Abschluss mit der Picke, was manchmal auch sehr hilfreich ist, weil der Torwart kann dieses erst im letzten Augenblick sehen und wird dadurch überrascht. Aber nicht erfolgreich. Aber diese Ballsicherheit, alle mit auch Kurzpässen, dann Doppelpässe sind wieder, haben wir vorher auch extra festgestellt, die haben heute auch wieder funktioniert. Das heißt, alle, die bereit sind, auch den Ball entgegenzugehen, auch haben zu wollen. Das ist ja etwas, was natürlich, würde ich sagen, Fußballmannschaften auszeichnet. Warum sieht man das eigentlich sonst so selten? Ja, man sieht es bei den Argentiniern, in jedem Fall bei den Spaniern natürlich nicht zu vergessen. Die haben ihren Rhythmus gefunden und die legen jetzt auch richtig los. Das ist verinnerlichte Fußballkunst, selbstverständlich, aber bei unserer Mannschaft hat sich heute gezeigt, dass sie es hinbringen gegen einen Gegner England,
dass sie ihn spielerisch, ich will nicht sagen vorgeführt haben, aber doch beherrscht haben, spielerisch, und aus diesen spielerischen Elementen doch Torchancen entwickelt haben, die zu Toren geführt haben. Und so muss der Fußball sein. Besser kann man es nicht machen. Ja, die waren völlig demotiviert nachher, sogar zwischenzeitlich. In dieser Phase allerdings noch nicht. Ich muss mal gucken ganz kurz, weil es so viele schöne sind. In der 62. Minute Manuel Neuer, der in allen anderen Situationen immer auf der Hut gewesen ist, so auch in dieser. Ja, das war eine sehr, sehr gute und scharfe Hereingabe. Da muss man sich als Torwart entscheiden für irgendetwas, und das hat er sehr gut gemacht. So, und dann hat er ein paar von denen versucht, das ging mal ein bisschen schief, so wie in dieser Situation, aber nachher kamen die wieder ganz präzise, die Abwürfe von Manuel Neuer. Ja. Richtig. Da sieht man auch, dass Rooney, der den Ball jetzt da abgespielt hat, was für ihn ungewöhnlich ist, aus dieser Position. Normalerweise schießt er da. Eigentlich hat er schon. Die Maschine ist wieder kaputt. Nee, die ist nicht kaputt, geht schnell zurück. Aha. Weil wir gleich natürlich nochmal einen aus unserer Verteidigung sprechen wollen. Und vorher wollen wir ihn aber in Aktion sehen. Das ist Arne Friedrich. Und man kann ja gar nicht genug der lobenden Worte finden für die Entwicklung, die er innerhalb der letzten Wochen gemacht hat. Naja, wie der beste technisch versierte Brasilianer regelt er diese Situation. Also das ist schon wirklich sehr beachtlich, was der aus seinem Dasein gemacht hat, da abgestiegen zu sein. Ich glaube, dass es eine totale Erleichterung für ihn war, jetzt hier bei der Nationalmannschaft zu spielen, eine Rolle zu spielen, und das ist sehr, sehr positiv. Er sieht manchmal auch sogar richtig leicht aus, was gerade bei unserer Innenverteidigung eigentlich schon in vielen Spielen nicht der Fall gewesen ist. Ja. Deutschland wird mit dieser Mannschaft, kann mit dieser Mannschaft, so fair muss man sein, Weltmeister werden. Sehen Sie das auch ähnlich? Also auch so begeistert ich bin von der Mannschaft heute, das ist wirklich eine großartige Leistung gewesen. Ich würde da etwas vorsichtiger sein, weil heute haben wir gegen England gewonnen, das ist auch großartig, aber Spanier kommen ins Rollen. Brasilianer sind nach wie vor da, Argentinier sind da. Ich würde zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, dass wir Weltmeister werden können, aber wir haben eine gute Kampagne gespielt hier. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen mit einer solchen Mannschaft, ist sehr bemerkenswert, ist großartig, und das ist das Entscheidende. So werden wir auch jetzt, wenn es Argentinien ist, werden wir auch so auftreten gegen Argentinien. Allerdings ein anderer Gegner, der uns viel, viel mehr fordert, wird in anderer Art und Weise auch, nicht auf solche Art und Weise, wie es die Engländer gespielt haben. Was meinen Sie mit Kampagne gespielt? Gegen wen sind Sie vorgegangen? Ja, so drei, vier Spiele, außer einem vielleicht, wo wir also sagen können, wir sind der Mannschaft zufrieden und hätten es eigentlich gar nicht erwartet. Und heute der Höhepunkt, wirklich gegen Erzrivale England, das ist eine wirklich beachtliche Sache. Das war sozusagen eine Kampagne heute gegen die Engländer. Und dann wollen wir auch mal einen hören, der diese Kampagne über sich ergehen lassen musste. Das ist nämlich der Trainer der englischen Nationalmannschaft, Fabio Capello. Langsam leert sich das Stadion hier in Bloemfontein, aber dass er es so sieht, das kann man verstehen. Jeder hätte sich beschwert darüber, dass dieser reguläre Treffer nicht anerkannt worden ist, und trotzdem ganz tapfer nachgefragt von der BBC-Kollegin, die offensichtlich auch erkannt hat, dass sie eben nicht gut gespielt haben, auch wenn er es immer wiederholt, gebetsmühlenartig. Ja, also in der Einschätzung der deutschen Mannschaft lag er goldrichtig, dass sie immer stärker wird und dass sie eine gute Leistung geboten haben. In der Einschätzung seiner Mannschaft lag er grundlegend falsch, weil die haben wirklich nicht gut gespielt. Und wenn ein Trainer... Gut, was er in der Öffentlichkeit sagt, ist eine Sache, aber seinen Spielern auch sagt, dass er zufrieden mit ihnen gewesen ist, würde ich als bedenklich finden. Mhm. So kommt England nicht weiter, wie sie heute gespielt haben. Und eben haben wir noch Handshake gesehen zwischen Fabio Capello und Joachim Löw, wie man überhaupt sagen muss. Das finde ich ist wichtig, auch mitzunehmen aus so einem Spiel zweier Erzrivalen, dass auch danach Lampard mit Schweinsteiger, das haben wir noch ein bisschen länger beobachtet, die also noch wirklich sich fundamental und ganz offen und freundschaftlich unterhalten haben, dass hier kein Gift drin war in dieser Partie. Nein, die kamen nicht mit, die Engländer. Wir haben zu schnell gespielt. Es ist auch so, dass die Spieler... Bringen Sie das nicht noch rein hier jetzt nachträglich? Nein, überhaupt nicht. Es ist so, dass sie sich natürlich aus vielen Begegnungen kennen, und dann hat man einen vernünftigen Umgang miteinander, ohne dass man in diesen 90 Minuten vergisst, welche Interessen man zu vertreten hat. Das Beste zum Schluss, wobei, wenn ich das sage, stimmt es ja gar nicht, ist es gar nicht das nur das Beste. Es waren so viele beste Szenen, und zwar diese hier. Da sieht man mal, mit welchem Tempo die Mannschaft das gerade wieder erstmal ausgebügelt hat. Ja. Und dann Attacken. In dieser Phase haben sie es großartig gemacht. Diese schnellen Konter, die kommen fast nicht hinterher. Und das ist großartig von Schweinsteiger, wie er den entscheidenden Pass spielt.
Ja, und dann haben wir wieder Thomas Müller, der einfach ein Tor schießt. Ja, aber wie, wenn man sich das mal gleich nochmal aus der anderen Perspektive anschaut, zunächst hier der abgefangene Ball, er ist ja auch derjenige, der das initiiert hier mit genau, ganz genau. Dem richtigen Pass. In dem höchsten Tempo, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Pass. Jetzt drängt sich Schweinsteiger vor, das war sehr entscheidend und dann dieser wunderbare, ich meine, dieser Torwart kriegt eigentlich auch alles rein, was er so auf den Mann kriegt oder kurz daneben. Da können wir auch ein bisschen dankbar sein. Aber ich will die Leistung von Müller nicht schmälern. Aber ganz kurz, ja, was ich so interessant fand, Müller kommt hier an und überlegt kurz, was er jetzt machen soll, ob er sich eine Ecke aussucht. Und dann merkt er, es wird langsam eng und dann sagt er sich, so jetzt musst du schon mit voller Wucht und vollem Krawacho einfach nur drauf. Ja, ist manchmal das Beste, dass man es so macht. Aber wie gesagt, hier diese Szene, können Sie die nochmal zurückholen und ich kann stoppen. Wo wollen Sie die denn stoppen? Dass Sie das nicht gesehen haben, ist mir klar, was da entscheidend war. Ich wollte doch nur wissen, was Sie gesehen haben. Das ist ja nicht ich habe gesehen, dass Schweinsteiger... Guckt. Hier guckt er. Die ganze Zeit. Das ist ja, schon aber mal schön da diesen Engländer müssen Sie mir zeigen. Lassen Sie es sein. Welchen Engländer wollen Sie sehen? Den da? Ja. Johnson. Ja, kann man aus dieser Einstellung nicht sehen. Ich kapituliere von Johnson Ihnen. Ist es. Das kann man auch sehen. Wenn man ein bisschen hinguckt, kann man das sehen. Johnson. Normalerweise muss er in diesen Zweikampf gehen. Johnson... Gut, das ist nicht, weil Schweinsteiger sich sehr geschickt jetzt nach innen, sehen Sie, diese Bewegung, ja. Sehr geschickt. Sonst, er kann ihn jetzt nicht mehr faulen, dann wäre es ein Fischschuss gewesen. Und das macht er gut und spielt den entscheidenden Pass. Mein Gott, das war eine Geburt. Sind Sie jetzt zufrieden? War doch am Ende doch ja. Noch ganz gut. Ich kenne noch jemanden, der zufrieden ist. Das ist Manuel Neuer, jetzt bei Klaus Lufmann. Ja, alle glücklich, wunderbar. Und alle auch gut artikulierend, alle bei der Sache. Das haben wir in den letzten Wochen nicht nur nach guten Spielen auch schon immer feststellen können. Das ist ja auch schon mal eine ganz beruhigende Feststellung. So, wir wollen noch ganz kurz den Sack zumachen, nachdem wir Thomas Müller so wunderbar da gesehen haben beim Jubeln. Sehen wir ihn gleich nochmal mit in Aktion und eigentlich fast eine Parallele zu dem Tor zum 3:1. Auch hier geht es wieder wunderbar schnell. Aber ich meine, das ist ja die Höchststrafe, oder? Ja. Dass der überhaupt da nicht hinterherkommt, das ist ja unglaublich. Aber da sieht man, dass Özil doch eine Grundschnelligkeit hat und das ist einfach wunderbar. Aber für Barry, ich glaube, der schwärzeste Tag seiner Karriere. Man muss das mal nachvollziehen, welchen Weg Müller zurückgenommen hat. Der fängt da ganz hinten an zu laufen. Hier sehen wir ihn auf der linken Seite, da fängt er schon an. Eigenen 16er fängt er jetzt an, im höchsten Tempo zu laufen jetzt irgendwann. Da geht's los, ab der Mittellinie. Und jetzt sieht er seine Chance. Boah, durch die Beine. Großartig, aber dieser Pass ist natürlich auch einzigartig. Auch gewartet, er wollte durch die Beine. Ich meine, das ist schon frech und das ist einfach genial. Das macht man nur, wenn man klar beim Geiste ist und das Ganze auch so will. Und Thomas Müller hier natürlich wunderbar, dieser Jubel auch. Ganz kurz nur, um das noch zum Ende zu bringen, weil wir sie hier schon haben und weil eigentlich alles gut anzusehen ist und weil wir Manuel Neuer am Ende auch nochmal lobend erwähnen wollen. Die Engländer mit noch ein paar Verzweiflungsangriffen. Aber man sieht selbst in dieser Phase, wie wir, es endet nicht so, aber wie wir da konzentriert in der Deckung stehen, obwohl wir so eine Chance zulassen, aber quantitativ, zahlenmäßig sind wir also da gut besetzt. Und weil wir ihn hier gerade sehen, erstmal Manuel Neuer, unser Glanztag. Per Mertesacker hatte einige Schwierigkeiten innerhalb dieser Begegnung. Aber insgesamt gesehen, das klang vorhin ja auch durch, haben alle doch offensichtlich für sich verstanden, dass auch Abwehr ein Gemeinschaftsprodukt ist. Ja klar, das geht ja gar nicht anders. Man muss vorne die Bälle erkämpfen, zurückerobern, je früher, je besser. Und man muss unterstützend wirken aus dem Mittelfeld, was die Abwehr betrifft. Das sind so Wellenbewegungen, die da stattfinden müssen. Es ist ein Auf und Ab in unterschiedlichem Tempo. Das ist der ideale Fußball, den man sich dann wünscht. Und ich will nicht sagen, dass unsere Mannschaft schon idealen Fußball spielt. Da gehen wir einen Schritt zu weit. Aber es gibt Ansätze, die dieses zeigen, dass diese Elemente gut beherrscht werden von der deutschen Mannschaft. Und deswegen gibt es uns so viel Hoffnung, dass das irgendwann derartig gut funktioniert, wie wir uns das jetzt wünschen. Und ich bin ganz sicher, das waren nicht die letzten Jubelbilder, die Sie heute gesehen haben, meine Damen und Herren. Nach dem 4:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft über England. Für heute sage ich erstmal herzlichen Dank. Gerne. Sie haben sich dem Spiel der deutschen Mannschaft angepasst, gut durchgehalten, richtig konditionsstark, immer noch frisch. Was da alles noch möglich ist, nicht? Ja. Und was ich ganz überraschend, wir waren sogar hier und da mal einer Meinung. Boah. Ja, das ist beängstigend, deswegen lassen wir es auch dabei und hören.